Hallo ihr Lieben, macht's euch gemütlich. Auf der Rückbank ist noch ein bisschen Platz. Vorne darf natürlich auch jemand mitfahren. Aufpassen bitte mit den Chips und so, ne? Nicht so viel krümeln. Wir fahren zusammen nach Moskau. Da habe ich schon mal ein bisschen reingeschnuppert, habe mir die Stadt schon mal angeguckt. So ein bisschen die Sehenswürdigkeiten. Aber im Grunde habe ich bisher auch nur den Fallplan auseinander gemacht. Also ihr habt jetzt noch nichts verpasst. Ich dachte mir, wir versuchen mal eine Runde, wo ich vielleicht schon mal so ein bisschen reingeschnuppert habe in die Stadtluft. Ich spiele sowieso echt viel Mini-Motorways gerade. Allerdings ausschließlich eigentlich auf der Los Angeles-Karte, weil ich jetzt die anderen jetzt auch noch nicht irgendwie so viel vorwegnehmen möchte. Ich möchte schon noch mit euch zusammen dann entdecken. Interessant. Was könnte man tun? Man könnte... ist nicht geil, ne? Aber wir haben halt nur die eine Brücke. Und wenn ich tatsächlich was gelernt habe bisher, dann genau das. In Moskau hat man viel Wasser. Man muss viel die Moskwa, wenn man die wirklich so ausspricht, überqueren. Und das fand ich jetzt bisher nicht ganz so einfach. Aber Ziel bleibt irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Punkten. Ja, keine Brücke. Ja, jetzt wird es natürlich lustig. Jetzt müssen wir erstmal alles in ein System reinballern. Hier ist jetzt direkt schon eine Häuserwand. Oh Gott, das geht ja gut los. Das heißt, wir müssen da unten ist sogar noch zu. Okay, wir brauchen jetzt eigentlich noch zwei neue Brücken, ne? Perspektivisch, das hier will ich nicht lassen. Das sieht ja so eine ganz enge Kreuzung vor der Einfahrt. Obwohl ich schon auch dazu übergegangen bin, jetzt Häuser durchaus dann auch an mehrere Kaufhäuser anzubinden. Ich bin auch ein bisschen abgerückt jetzt so von dieser ganz strengen Farbexklusivität. Und dennoch, gibt es so ein paar Sachen, wie jetzt irgendwie, dass man da ein bisschen auf die Einfahrten aufpasst, ist schon wichtig. Aber auch viel mit Kreisverkehr, ein bisschen hin und her probiert. Die haben mich mittlerweile durchaus überzeugt, muss ich auch sagen. Also ich bin Freund des Kreisverkehrs geworden. So, da ist eine Brücke. So, das heißt auf jeden Fall, wir können mal hier aufräumen. Entweder machen wir so. Oder alternativ. Ich habe mal ein Angebot für euch. Wie wäre es, wenn wir sowas machen? Also wir machen, nehmen wir die zwei Häuser. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Brücken kriegen. Und die fassen wir hier aber zusammen und fahren jetzt hier mit einer Brücke irgendwie hier hin oder so. Was sagt er dazu? Und wir haben noch diesen Kreisel. Den sehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Sowas? Fände ich nicht verkehrt. Hier lassen wir auf jeden Fall offen. Der kriegt erstmal exklusiv das Haus. Ich glaube, das schafft er. Und wir brauchen die nächste Brücke. Wir warten mal bis zum Wochenende und hoffen. Weil das wäre eine ganz angenehme Verbindung hier. Sonst müsste man jetzt hier komplett durch. Den Kreisverkehr, den halten wir uns mal so ein bisschen noch zurück. Wobei auch da habe ich das Gefühl, man darf den auch nicht zu spät setzen, weil dann so oft die Geschichte dazu gebaut. Bei Kreisverkehren sollte man aber auch keine Angst haben, die auch mal umzusetzen. Die brauchen halt relativ viel Platz. Und hier fände ich es zwar geil, also, ne? Die ersetzt ja eigentlich eine Kreuzung. Aber da ist es dann ein bisschen zu eng. Unschön. Ganz unschön. Natürlich die Brücke. Erstmal für die Nummer. Wie zur Hölle soll der denn gehen? Müsste jetzt hier eigentlich. Naja, oder? Moment mal, wie könnte das aussehen? Ich will eigentlich verhindern, dass der jetzt hier vorbei muss.
Aber ist auch alles wieder so eng. Eigentlich habe ich gerade keine andere Wahl als... das so zu machen, oder? Und die fahren jetzt hier einfach mal mit. Auch geil, jetzt haben wir jeweils rot mit hellblau kombiniert. Jeweils mit einer suboptimalen Konstellation, ja, weil es sehr nah vor den Kaufhäusern ist. Ich supporte mir mal ein bisschen mit einem zusätzlichen, weil er hat ja ein bisschen Luft gehabt hier. Was natürlich geht perspektivisch, deswegen blocken wir hier auf jeden Fall ein bisschen weg. Könnte man drüber nachdenken, ob das hier nicht eine eigene... Ich baue es jetzt auch mal sehr aggressiv so. Dass er auf gar keinen Fall irgendwas spawnt. Na, das könnte halt eine eigene Parallelstraße sein, aber das gefällt mir hier eigentlich nicht. Diese Kreuzung direkt davor. Es sei denn, wir machen... Es sei denn, wir setzen halt die Brücke direkt um. Mhm. Der geht mal da. Der kann hier über den Parkplatz. Das ist vielleicht nicht so geil, ne? Machen wir lieber so. Ach shit, jetzt blockt er mich hier aber weg. Dann muss der doch so kommen. Dann ist halt hier wieder eng. Ja, ist okay. Das ist, glaube ich, zu ertragen. Hm. Wie wäre es, wenn wir dieses Dilemma, was wir uns hier errichtet haben, die Brücke einfach um ein versetzen. Obwohl, wir sie auch so ranführen können. Jetzt egal. Jetzt ist es egal. Gebt mir noch eine Sekunde. Jetzt zeige ich euch, was ich meine. Dass der hier ein bisschen... Ich glaube, der kriegt jetzt mehr Luft hier in der Einfahrt. Das ist zumindest meine Hoffnung. Sowas. Was denkt ihr? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Weil jetzt ist die Einfahrt hier auf jeden Fall entschärft worden, würde ich sagen. Hier haben wir nach wie vor die Möglichkeit, die Häuser mal ganz gut hin und her zu flippen. Das halten wir ein bisschen frei. Hier können wir auch einfach hin und her flippen. Auch hier könnte man überlegen... Also ich mache... Ich will die bisschen Luft. Also meine Erfahrung sagt mir, es ist ganz gut, wenn du nicht direkt die Kreuzung davor hast. Eine Brücke auf Vorrat ist natürlich nicht verkehrt. Jetzt ist der Weg insgesamt zwar ein Ticken länger geworden, aber hier, glaube ich, die Einfahrt scheint mir jetzt deutlich sicherer. Aber wie eng das ist, ne? Da kriegst du nichts mehr dazwischen. Würde ich fast sagen, dass der, weil jetzt hier das schon als Kreis unterwegs ist. Der Gelbe ist nicht euer Ernst hier, oder? Danke. Den blocke ich auch einfach direkt jetzt aus. Den einen Gelben kann ich nicht ernst nehmen. Sorry, no. Nee, 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 nee. Weiß nicht, ob das hier gut ist, wenn so eine krasse Kreuzung davor. Wir wollen ein bisschen die Straße beschützen, ne? Ach, hier oben gerade die Nummer. Wenn jetzt hier ein Kaufhaus rankäme, wäre es halt wirklich ekelhaft. Ich war fast ein bisschen geschlammt gerade, weil ich so die Augen woanders hatte. Okay, das hier ist wirklich... Ich weiß nicht, warum zieht man denn da noch hin? Wer will denn da noch wohnen? Hier, das kann man theoretisch ja noch entschärfen in der Zukunft. Mit einer zweiten Brücke, ne? Da muss einfach irgendwann trennt. Das müssen wir einfach im Blick behalten. Aber so weit, bis auf dieses eine komische Gelbe hier. Akzeptabel. Auch hier die Nummer noch schützen. Einfach so einen gewissen Sicherheitsabstand zu meinen... Ja, auch hier glaube ich, ne? Hier möchte ich auch, glaube ich, kein Haus drin haben. Sehr schön. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hier ziehen wir dann einfach blau einen drunter. So. Der kommt hier mit ran. Ich keine andere
Wahl, als das so zu machen. Der muss jetzt hier den ganzen Weg mit hoch oder so. Keine Straßen. So. Ich dachte, da müssen wir den Spawn ein bisschen abwarten. Wir nehmen auf jeden Fall die Autobahn. Könnte hier natürlich eine Autobahn nachdenken. Ist aber erstmal okay. Ja, ist okay. Der geht vielleicht auch noch einen Ticken geiler. So. Was ist zu eng? Ich mach den lieber so. Ich mach ihn doch lieber so, weil hier wird es mit uns zu viel zu nah. Das ist nicht geil. Das ist eine Autobahn, oder? Und der Bedarf direkt geht hier durch hier. Direkt angemeldet. Weil ich müsste den hier über den Parkplatz führen. Oder hier hinten über diese. Das ginge. Ich will die einzige Autobahn, die wir haben, nicht direkt einsetzen. Zerren wir hier. Ah, hier Kreisverkehr eigentlich, ne? Bisschen wegblocken vielleicht. Könnt den auch hier einfach reinbinden. Den hier da anschrägen jetzt. Keine Straßen. Dann nehmen wir den hier. So, und jetzt nehmen wir nämlich die Häuser hier. Wir sind natürlich richtig Bedarf jetzt gleich. Ah, wo kriege ich jetzt die Sträßchen aber dafür her, ist die Frage. Das sind recht weite Wege. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. 6 Straßen reicht, um es hier zumindest einmal runterzulegen. Aber die Wege sind recht weit. Ich habe gar nicht so sehr was gegen diese Konstruktion hier. Ich finde die nicht geil, aber sie ist jetzt auch keine Katastrophe. Was nicht geil ist, dass Dunkelblau wirklich alle... Der ist, geht noch. Aber anderen haben, alle anderen haben echt weite Wege zu gehen. Okay, hier entsteht jetzt so ein Nest. Okay. Dann machen wir mal... Ich weiß doch hier, wie der Spawn funktioniert. Ja, shit, Pause. Und die Autobahn. Ich will mir hier Platz... Den hier Platz geben. Damit es sich nicht am Ende mit der dunkelblauen kreuzt. Wenn jetzt hellblau hier so massiv spawnt, aber Moment mal, dann können wir doch den hier machen. Und sparen uns das hier. Jetzt wird es hier direkt eng. Direkt kuschelig. Okay, aber das ist ja positiv für uns, ne? Das macht die Nummer hier deutlich leichter. Gerade weil wir hier auch einen Kreis haben, der durchaus auch immer mehr Bedarf gerade entwickelt. Wahrscheinlich sogar zu viel Bedarf. So. Das sind halt die besten Häuser, ne? Ich leg doch einen, glaube ich, leg den doch wieder mit hier hin. Das ist alles nicht ganz verkehrt. Na, hier ist ja noch ein bisschen was gespawnt, ist auch nicht zu verachten. Nur nicht so geil, wenn... Ja, hier ist jetzt eine Menge los an der Brückeneinfahrt. Grüni? Okay. Keine Brücke. Da will man aber auch keine Autobahn eigentlich für bauen. Hier muss ein Kreis... Also wir brauchen eine Menge Dinge gerade. Hier blocken. Also hier hätte ich gerne Kreisverkehr. Für Grün bräuchten wir eine Brücke. Weil Grün kann ich unmöglich hier noch drauf packen. Das ist okay. Ich brauche fucking Straßen. Aber eigentlich finde ich es sogar gut, wenn mehr dunkelblaue Kaufhäuser spawnen, entlastet das ja theoretisch auch ein bisschen die anderen. Ne? Wir haben schon 4 Stück. Würde ich den einfach anbinden. Aber hier einfach 2 davon.
nehmen. Der ist gut, den kann hier noch rein. Ich spekuliere auf eine Brücke, sonst baue ich gleich eine Autobahn. Auch eh die Straßen. Wir warten kurz auf die neue Woche. So, wir kommen hier gleich noch durch. Brücke. Kann man sich auch überlegen, ob man... Ah, nee. Kurz überlegt, ob ich hier die auseinandernehmen möchte. Ist aber auch nicht so geil, glaube ich. Zack, zack. So, die kann weg. Grün ist versorgt. Da sehe ich keine Probleme. Das ist eine saubere Straße. Blau. Ja. Geh weg da. Geh weg da. Geh weg, du Einblendung. Danke. Wobei, das geht vielleicht eher so. Ich bin noch immer kein Fan davon, wie blau sich hier entwickelt. Bisschen Schiss um die Situation perspektivisch. Gelb ist okay. Das hier sieht zwar nicht geil aus, aber es ist in Ordnung. Straßen fehlen. Hier habe ich die Häuserreihe auch leider nicht verhindert. Zugelassen, dass es sehr, sehr dicht wird, die Nummer. Gelb hat das Problem, dass halt hier auch noch welche hinfahren müssen. Ne? Und hier wird es langsam knappig. Müssen wir, was können wir machen? Muss da die Autobahn hin, aber dann würde ich vielleicht eher da eine Autobahn ranballern. Dann fahren die hier auch schneller durch. Das hier zum Beispiel. Die paar Häuser hier nehmen. Und von hier mit einer Autobahn rüber. Dann hätte man auch die Überlegung, mal diese Häuser hier runterzuführen. Hat man zwar auch eine dicke Kreuzung, aber es sind auch nochmal drei. Ganz günstig platziert. Wir haben halt echt das Straßenproblem, ne? Den kriege ich hier nur ganz oben rum ran. Ich glaube, hier kannst du auch nicht mehr so richtig reinspawnen. Aber ja, ich glaube, das ist das die Antwort. Ja, ja, wir versuchen mal die Nummer. So, von hier nach... Der muss weg. Nach da. Erste Autobahn erst. Jetzt hat der halt immer noch recht weite Wege. Boah, ich gehe fast mal auf die Straßen. Einfach damit wir dieses Thema loswerden. Das kann man doch alles viel besser noch hier machen. Genau, und dann nämlich jetzt, hatte ich ja gesagt, würde ich das hier machen. Zack. Ah ne, da kann ich noch mal durch. Da kann auch so angeschrieben werden. So, jetzt kriegt der von hier oben nochmal einen massiven Boost. Das hier gefällt mir nach wie vor nicht. Das sieht gefährlich aus. Hellblau da ganz oben. Es muss eine Autobahn geben, glaube ich. Ich sehe sonst nicht, wie wir da hinkommen könnten. Nehmen einfach die vier hier. Von da. Oder? Weil... Was möglich wäre, dass man später die Autobahn eher hier hinführt und dann dem hier noch was mitgibt. Da scheint mir auch der Bedarf immer weiter zu wachsen. Das ist okay, grün. Blau können wir hier noch rein, hier offen halten. So weit, so gut. Schluck Kaffee. Okay, grün kriegt, der ist saubere Durchfahrt, muss ich soweit nichts, glaube ich, mehr fürchten.
Wie gesagt, lassen wir jetzt mal offen, falls wir irgendwann sagen, hey, wir möchten die Autobahn vielleicht auch dafür noch nutzen. Genau, gibt. Was natürlich denkbar wäre, dieses Blau auch für dieses so mitzunutzen, dass man auch hier die Autobahn irgendwo dazwischen hängt. Weil die Wege doch recht weit sind. Das geht noch besser, oder? Das Gefühl, dass sie diese Bahn hier Stück für Stück verbessern. Nicht so. Die zwei gefallen mir da auch ganz gut. Rot hier oben ist nicht verkehrt. Kriegt einfach was davon ab. Das sind einfach drei davon. Wir nehmen mal Ampeln. Ich weiß noch nicht wo. Dass wir keine Kreise kriegen, ist ein bisschen ein Problem. Weil hier hätte ich schon seit Ewigkeit mal einen reinsetzen wollen. Und wir sehen, es ist langsam. Langsam wird es mehr. Was hier bewerkstelligt werden muss. So, grün hier drüben. Ist nicht so geil. Wie soll ich denn da noch grün hinkriegen? Nee, kriege ich gar nicht angebunden. Es ist Montag. Das ist jetzt wirklich komplett auf der anderen Seite der Map. Ne? Und ich habe keine Autobahn, wo ich die vielleicht ranhängen könnte. Muss ich die 1er Autobahn auflösen, um hier grün zu retten, oder was? Scheint mir fast so. Ich würde nämlich sagen, dass das dann eine Autobahn wäre hier. Von da. Den können wir noch mit ranbinden. 4 Stück oder so. Der geht von hier einmal hier rüber. Und dafür muss ich aber die blaue opfern. Da hoffen wir, dass ich die nochmal zurückkriege. Lassen wir das auch erstmal so. Und packen die jetzt hier einmal durch. Hier, glaube ich, stört es nicht so sehr. Es ist nicht so viel Verkehr, wenn ich da durchgehe. Wenn ich die Autobahn habe, geht die von da nach da. Ist in Ordnung. Das hier wird ein fucking Problem. Es ist ein Problem. Die hier kann man überlegen, ob die irgendwann hier mal vorbeigehen wollen. Vielleicht wäre das die alternative Autobahn statt dieser Autobahn. Egal, jetzt machen wir erstmal die grüne. Ne, nicht ganz. So. Jetzt geht grün erstmal los. Noch an geraden hier. So grün kriegt. Ja, wisst ihr was, wir machen das so, wie ich es gesagt habe. Wir nehmen die Autobahn raus. Auch die Straßen, wo kriege ich die jetzt her? Nehmen die Straßen hier wieder weg. Und setzen die Autobahn gleich wieder dahin. So. Weil der hat hier kommen, da kannst du auch richtig Gas geben. Dann nehmen wir nämlich die hier auch wieder mit rein. Perspektivisch lassen wir das mal offen, falls wir den da noch verbinden wollen später mal. Grün haben wir wieder im Griff, gar kein Problem. So, dann kommt die. Ja, doch, 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 der ist doch hier ganz gut. So, das wie gehabt. Aber auch so ein Thema, ne? Man braucht sehr viele Brücken, weil man kriegt. So eine Autobahn ist ja auch eine Art Brücke. Kriegt man noch nicht so viele von. Was sind das immer? Pause gleich mal. Ich kenne gerade gar nicht, wie das hier gespawnt ist. Okay. Könnte man hier mit ransetzen, wäre wahrscheinlich ein bisschen wahnwitzig. Straßen, ne? Hm, bitte. Wir nehmen die jetzt hier weg. Und binden die stattdessen damit ran.
Der hier frisst halt Straßen ohne Ende da oben. Und die Autobahn natürlich. Zack. Ich kann mir vorstellen, dass der Weg scheint mir ein bisschen weiter zu sein. Gut. Gut, 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 gut. 1000. Aber Moskau ist mühselig, muss ich sagen. Ist nicht mal eben so, finde ich. Ah, ich. Spare ich da eine Straße? Ach, scheiß drauf. So. Man ist die ganze Zeit am umbauen, investieren. Spawnen wir schon zweite, dritte Reihe mittlerweile, ne? Oh nee. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Wir hätten noch eine Autobahn. Okay, Pause. Jetzt muss ich, dass der hier, glaube ich, mehr braucht. Der versorgt den. Wir können hier natürlich verbinden. Und die. Zumindest in Teilen. Wäre sowas. Stattdessen nehmen wir jetzt diese hier. Weil ich wüsste sonst nicht, dass ich die hier nochmal überall durchfahren lasse, sehe ich jetzt auch nicht. Geben den so ein bisschen. Komm, hier können wir mal direkt reinballern einfach. Kommen die von da und die fahren jetzt hier die Strecke einfach. Der Rote könnte natürlich hier mit ran. Wo kriegt denn der seine Routen eigentlich her? Moment mal. Moment mal, habe ich gerade irgendwas Falsches kaputt gemacht? Ah ne, der eine Route von da unten. Die zwei Routen nach wie vor, okay. Aber die steht noch, ne? Die Straße da runter? Ja, gut. Okay, der kriegt die von da. Zwei Stück. Okay. Ja, ja, ja. Den blauen da hoch. Ich hoffe, das reicht. Und jetzt verbinden wir aber die quasi miteinander. Das heißt, dass die blauen hier jetzt auch den Kreis mit bedienen. Das ist super. Der grüne müssen wir uns nicht weiter kümmern. Den gelben kann ich, glaube ich, hier nicht wirklich verarbeiten. Okay, ist doch okay so. Der grüne kriegt, der blaue kriegt, der blaue kriegt, der gelbe kriegt. Hier muss mal was passieren, ne? Auch mit dem Rot jetzt hier. Es ist zu viel Rot, um es zu ignorieren. Aber der hier ist erstaunlich pflegeleicht. Hier könnte man. Ich neige dazu, den mal wegzunehmen. Weil dann der hier nicht auch noch in den Verkehr der Blauen mitmischen muss. Dann bleibt das hier unten. Aber. Brücke, nicht Verkehr. Ja, wir kriegen keine Kreisverkehre, ne? Das Ding könnten uns. Ich weiß gar nicht mal, ob ich hier oben noch einen Kreisverkehr reinkriege, ehrlich gesagt. Ich glaube nämlich nicht mehr. Das müssen wir vielleicht auch mal neu denken dann. Ich meine, das Gute ist, hier ist nur noch Gelb jetzt gerade unterwegs. In dieser Kreuzung. Weil die Blauen, die sind hier und der Blaue fährt nach da. Und die Blauen habe ich jetzt einfach mal alle hier oben mit angeballert. Aber dadurch, dass halt ein paar Gelbe nach hier unten müssen, gäbe es eine Möglichkeit. Und die Kreuzung, oh, das wäre doch eine Option. Um hier zu verhindern, warte mal. Dann kommt er da hin. Der geht da gleich wieder ran. So, wir machen mal sowas. Kriegt der nicht einen direkteren Weg nach da unten? Aber kann man da was kombinieren noch? Das ist vielleicht die Kreuzung eher Pause. Dass der
Ich meine, ich habe immer noch eine fiese Kreuzung. Aber ich entzerre sie so ein bisschen. Weil jetzt einfach zwei Häuser direkt hier rüberfahren, oder? Genau, die fahren, der fährt jetzt von hier nach da, zack. Und der auch. Und die Straße ist weniger krass befahren. Ja, die ist ein bisschen eindrehen. Ich glaube, das ist gut. Einfach um hier ein bisschen was rauszunehmen an Stress. Das ist zu viel Rot, ne? Das ist eine Menge Rot. Hier ist auch nochmal gelb. Ich glaube, geht da oben mit dabei. Wo sagt man denn das eigentlich, oder? Geht das mit dabei? Vielleicht kommt da noch mit dabei. Das ist super hier. Grün finde ich geil. Grün ist ein Fest. Rot sehe ich nach wie vor diese Option hier. Die möchten wir uns natürlich auch offen halten. Diese Straße hier. Ich habe das Gefühl, nämlich der hier hat gar nicht so. Ist gar nicht so hungrig. Ja, und das wird auch benötigt, ne? Die führen wir mal zusammen. Direkt fahren sie nämlich los. Gelb! Geht mit hier ran. Würde ich sagen. Kreisverkehr? Ja, geht es noch, jetzt die Frage. Ja, nicht wirklich. Ja. Ja. Gut genug. Aber jetzt habe ich eigentlich ja dafür gesorgt, genau, jetzt kommt Gelb ja nur noch hier. Und ich verbinde Gelb zwar auch nur noch mit denen hier. Aber eigentlich ist es cool. Oh, hier ist eng. Oh, blau. Was ist denn bei Dunkelblau los? Es geht zu viel rüber, oder was? Ja, die fahren hier zum Beispiel gar nicht. Wir haben im Auge drauf. Dunkelblau ist ein Thema. Also wir haben eine riesen Ladung Rot und Riesenladung Gelb hier noch im Angebot. Beides davon aber gerade nicht wirklich heiß, sondern heiß ist alles, was dunkelblau ist. Der hier ist eigentlich auch gut versorgt, ne? Den hier können wir höchstens noch einen rübergeben. Der kriegt. Der ist eigentlich kein Problem. Der hier ist ein Thema. Ich krieg's halt auch keine Kreise mehr. Das ist alles zu eng geworden. Aber das ist geht, es geht, es geht. Aufpassen, was wir hier mit Gelb und Rot machen. Ein bisschen wegblocken alles. Das ist ein einsamer Grüner. Wäre natürlich hier ganz gern gesehen, aber vielleicht auch mehr Arbeit. Wir haben einen Kreisverkehr, zwei Ampeln. Ein paar Straßen. Mein suchendes Auge versucht hier Fehler noch aufzuspüren. Nee, lassen wir offen, dass wir hier auf die rüber können zum Not. Das ganze Rot. Ich finde es beeindruckend, wie voll. Na gut, wir sind schon bei 2000. Wie voll die Stadt jetzt hier schon ist. Aber das hat sich gefangen. Krass. Nur ein Haus umgeswappt und alles war okay. Fahren auch gar nicht mehr, weil das alles von hier geliefert wird und es ist relativ easy. Frage ist, ob die nicht eher hier landen sollte. So vielleicht. Ist natürlich immer spannend, ein theoretisch funktionierendes System nochmal so anzufassen. Aber dann müssen die nicht erst an der einen Einfahrt vorbeiholzen. So. Dass die sich ja alle kreuzen, ist natürlich ungeil. Warte mal, der kriegt die und der kriegt die. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Noch 1000 Grüne mehr, bitte, wäre kein Problem. Hm.
ist alles okay. Ich traue mich gerade gar nicht mehr so viel anzufassen hier. Das Rot, das ganze Rot hier, theoretisch. Theoretisch würde ich es durchkriegen. Wir nehmen noch eine Brücke. Zwei Brücken noch. Wir machen das auch, glaube ich, lieber mal. Ich teile davon. Gut, der eine Bruder kann da von mir aus. Den kriegen wir nicht ohne. Jetzt vielleicht hier den Kreisel. Ja, ich krieg nicht ganz dahin, wo ich ihn haben will. Sowas würde ich vorschlagen. Jetzt können die sich nämlich hier noch mit bedienen. So, unten nochmal grün. Ist jetzt nicht so geil. Aber eigentlich okay. Doch, doch, doch. Wir machen das so. Und zwar kommt die hier an. Und dann machen wir hier eine schöne... Zack. Nein, ich erwische sie nicht. So. Der geht hier noch einfach noch mit dran. Der kommt auch noch dabei. So, ich, das ist kein Problem hier, oder? Das ist kein Thema. Der geht hier noch mit dran. Kann der, der kann leider nicht damit zwischen, ne? Ne. Wenn ich den, ne, dann krieg ich den auch nicht da rein. Ist okay. Moment mal, jetzt kriege ich den aber gar nicht mehr hier ran, ne? Opfer den einen gelben gerade. Um hier diesen Riesenkreis fahren zu lassen. Ach du Scheiße. Na, jetzt verbinde ich die. Hellblau haben wir im Blick, ne? Also wir nähern uns jetzt, glaube ich, langsam schon dem Endgame. Wo es erstaunlich gut funktioniert alles noch. Warum fährt von denen eigentlich nie jemand los? Doch jetzt. Weil ich sehe doch, dass hier massig Bedarf ist. Grün kriegt nicht? Doch jetzt, oder? Weil ich habe sie umgebaut. Jetzt kommt Grün. Grün kriegt. Grün hier unten ist okay. Okay, wir analysieren einmal ganz kurz. Grün ist, die beiden Grünen sind okay. Die kriegen jetzt eine richtig grüne Welle. Wo sehen wir noch Problemherde? Hier. Werden wir im Zweifelsfall in der Autobahn nur befriedigen können, die wir aktuell nicht haben. Ja, müssen wir. Hier wäre tendenziell noch eine Auffahrt denkbar. Hier so rein einfach. Das ist kein Thema, das ist kein Thema. Die roten, glaube ich, kommen auch klar. Jetzt nicht verkehrt, dass wir das hier mit angebunden haben. Und wenn ich mittlerweile völlig die Übersicht verniere. Hier ist ein bisschen grün. Ob man den hier macht. Den grün einfach noch hier mit rauffahren lässt. Warum nicht? Und dann... Moment, dann sind wir... Wenn ich kann jetzt einfach alle... Ich weiß nicht, ob es zu viel ist. Könnte zu viel des Guten sein. Jetzt ballern halt alle Roten in die Richtung. Die Grünen ballern noch in die Richtung. Und die Blauen eh. Müssen diese Straße beobachten, ob ich da was rausnehmen muss. Weil Grün hat eigentlich genug. Es könnte ein bisschen eng werden hier. Deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen. Das gelbe Haus ärgert mich. Ich könnte halt hier nochmal verbinden. Aber jetzt kann es passieren, dass ich hier gleich irgendwelche Verbindungen anfange, die... ich nie wieder gelöst kriege. Und dunkelblauer ist super. Weil hier bräuchten wir mehr, ne? Der hat ja gar kein Problem so richtig. Wir haben aber alles hier jetzt auch auf den rüber gebunden, was geht. Der kommt klar, der kommt klar. Und es tut mir echt leid, wahrscheinlich sehe ich gerade auch nicht mehr alles. Noch eine Brücke. Zwei Brücken, 50 Schaden, die ganzen Ampeln, weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Ich sehe nicht die Notwendigkeit. Ich habe eher Angst, jetzt mit der Ampel mir hier alles zu verderben. Ich habe schon Ampeln gesehen, die durchaus auch Sinn hatten. Eine Autobahn wäre halt schon gut. Ne? Einfach die, um die auf Lager zu haben. Für Hellblau oder sowas. Ne, der geht nicht. Auf
laufen lassen. Der Grün wird immer hungriger. Ja, geht das überhaupt? Müsste es da rüberlaufen? Grün kriegt immer mehr Hunger. Könnte den hier noch mit ransetzen und dann einfach hier durch noch? Ich habe jetzt Schiss, jetzt habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr die Übersicht über das Game. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt Schiss, dass ich irgendwo Verbindungen knüpfe. Ja, ist zu much hier, ne? Ist zu viel Betrieb. Gelb kriegt Probleme. Trausel. Wir haben hier so viel Gelb noch. Das könnte man mit einer Autobahn irgendwo reinjagen, aber wir haben keine Autobahn. Ich muss die Verbindung herstellen damit. Wobei, der Gelbe fährt schon irgendwo hin, ne? Wo fährt denn der Gelbe hin? Gott, der macht den Weg hier. Okay. Lassen wir es. Das ist heiß. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Der kommt klar, oder? So, der Grüne wird jetzt hier zu einem Problem, oder was? Weil es hier zu viel ist. Okay. Weiß nicht, ob so eine Alternative so vielleicht besser. Damit er nicht hier an der Ausfahrt vorbeiholzen muss erst. Grün immer noch da unten, wie kann denn das sein? Wir sind aber fast bei 3000. Kriege ich da noch mehr über die Autobahn hoch? Wisst ihr was, wir schließen das grüne Netz jetzt zusammen. Dadurch nutzen wir es, glaube ich, komplett aus. Es kann sein, dass es jetzt hier an der Stelle... So, alle Grünen sind jetzt hier zusammengeschaltet. Die verteilen sich jetzt hoffentlich gleichmäßig. Oh, da oben ist ja ganz viel Grün noch. Okay, zack. Ballern wir rein. Nee, geht geiler. Zack, zack, zack. Ab dafür. Oder? Kriegt der Grüne nochmal richtig Support von da oben. Jetzt hier alle Grünen können gemeinsam arbeiten. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, diese Grünen hier überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ich glaube, die verstopfen mir nur die Netze. Den oben lasse ich. Gelb! Fucking gelb! Kommt nichts an, ne? Weil ich das Gelb hier nicht verbunden kriege. Wir sind erst am Donnerstag. Ah, scheiße. Ich krieg das Gelb hier nicht rüber. Ich könnte höchstens die... Aber das kommt wahrscheinlich zu spät. Hier sind nämlich eine Menge Gelbe noch dran. Die fahren jetzt los, die fahren dann hier, zack, zack. Aber ich fürchte, zu spät. Ja, die fahren jetzt da oben los. Die habe ich nicht gesehen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich verliere wirklich die Übersicht gerade ein bisschen. 3000 aber, Freunde. 3000. Grün läuft noch. Ich glaube, Gelb stirbt. Na, scheiße, ich verliere ein Gelb. Zu spät gesehen. Da kommt noch einer. Da kommt zwei. Wie viele Pins hat er hier Bedarf? Drei. Scheiße. 3050, da war mehr drin. Hätte ich Gelb früher gesehen und mir fehlte eine Autobahn um. Wir gucken mal. Kurze Analyse. Ich habe den zu spät ernst genommen hier. Ich hätte früher die Gelben, die hier laufen, damit ran, einfach nur als Notfall versorgt. Das war viel zu weit. Ich habe die ganze Zeit auf eine Autobahn spekuliert, um das ganze Gelb hier einzusacken und rüber zu schicken. Man hätte eventuell das Gelb hier mit auf die Autobahn. Also als Notfallidee wäre das natürlich gegangen, ne? Die Autobahn hier irgendwie hin und dann hier verbinden. Hätte es noch ein bisschen weiter treiben können. Aber krass, wie voll hier der Moskauer Norden dann plötzlich wurde. Noch diese grüne Oase hier unten. Was sind 3000 Punkte, 3050 wert in Moskau? Wir gucken mal. Aber wir bleiben dabei. Jede Map 3000 Punkte bisher. Das bringt uns auf einen soliden 400. Platz. Ja, komm. Top 1000, oder? Was macht die Elite? 9000 Punkte. Na gut, liebe Leute. Nächste Folge geht's nach Deutschland, geht's nach München. Ich will ja nur einmal in meinem Leben. Bis dahin, macht's gut.